ein Film, der unter die Haut geht, der beeindruckt Opfer, die ihren Täter begegnet. Mit dieser Methode der restaurativen Justiz arbeiten Sie Fachrichter auch hier in Lenzburg in der Justizvollzugsanstalt. Wie geht das konkret? Bei restaurativer Justiz arbeiten wir auf einen Dialog her. Dass möglichst direkt oder indirekt ein Dialog zwischen Opfer und Täter und auch Unterstützungspersonen und Angehörigen kann stattfinden, wo das gewünscht ist und immer auf freiwilliger Basis. Es gibt verschiedene Methoden für das. Und hier in Lenzburg tun wir eine davon anwenden. Hier treffen sich Opfer und Täter von ähnlichen oder gleichen Verbrechen über Wochen hinweg und reden darüber, was hat das Verbrechen ausgelöst, gerade in den Opfern. Sie können ihre Geschichte erzählen, auch was sie im Nachhinein alles erlitten haben. Es geht darum, dass Täter wirklich Konsequenzen erkennen von dem, was ihre Taten da haben, die oft über Jahre hinweg spürbar sind für die Opfer. Und dass sie auch lernen, Verantwortung übernehmen und Opferempathie entwickeln. Ja. Und dann gibt es natürlich die direkten Gespräche zwischen dem Opfer und dem Täter, wo das möglich ist, wo das gewünscht ist. Und wo eben auch Angehörige oder Unterstützungspersonen können dabei sein. Es gibt aber auch, wie wir im Film sehen, die indirekte Form, sei es per Briefe oder Videokorrespondenz. Man schaut immer, was ist Bedürfnis, ja, das die Opfer und Täter haben. Also beide Seiten sind involviert, Opfer und Täter. Genau. Ich habe mich bei diesem Film einfach gefragt, eine Mutter, die einen Mörder von der eigenen Tochter vergibt. Ich finde, es ist eigentlich unmöglich. Mhm. Ja, es scheint wirklich sehr schwierig zu sein. Oft ist das wirklich ein Wunsch, der in den Opferinnen ist, frei zu werden von dem. Also irgendwo die toxische Energie in ihnen loszuwerden, die das Ganze hat. Und durch das, dass es oft auch ein Trauerprozess ist, das Ganze aufarbeiten, eben auch mit dem Täter zusammen, wo sie irgendwann auch abschließen mit dem Ganzen und wo die Vergebung einfach so wie ein Schlussstrich ist, für können weiterzugehen. Also ein Prozess. Verstehe ich es richtig? Beim herkömmlichen Strafvollzug ist vor allem der Täter im Vordergrund. Dass jetzt auch die Opfer sozusagen wie eine neue Rolle bekommen? Ja. Also wir sehen auch früher, auch in der anderen Kultur, war es sehr stark da, dass die Opfer voll eingebunden waren und wirklich Platz hatten, ihre Geschichte zu erzählen. Und wir sehen, dass heute oft sich die Opfer sehr ausgeschlossen vorkommen, auch im Gerichtsprozess oder so. Und dass man neu wieder einen Platz gibt, eine Stimme, die sich ihre Geschichte erzählen können, das Ganze aufarbeiten können, weil man weiss, dass das auch für die Traumabewältigung sehr wichtig ist. Restaurativ, Wiederherstellung, was wird denn wiederhergestellt? Es geht eigentlich darum, die Würde eines Menschen, vom Opfer wiederherzustellen, ihr Leben wiederherzustellen, dass sie Antworten bekommen auf die Fragen, die so viel wahnsinnig plagen und wo meistens nur der Täter darauf Antwort hat, dass sie irgendwo abschliessen mit dem, was ich gesehen und einen Weg finden, in ihrem Leben für die Zukunft zu gehen. Gibt es denn viele Fälle, wo ihr das hier macht? Wir sind in der Schweiz noch sehr am Anfang. Die Schweiz steht wirklich ganz am Startpunkt der restaurativen Justiz. Wir haben hier zwei Kurse durchgeführt mit mehreren Opfern und Tätern. Wir sind auch in der Vorbereitung von direkten Opfer-Täter-Dialogen, die im Moment am Laufen sind. Und wir merken, dass das Interesse wirklich auf allen Seiten wachsend ist. Und dass wir auch merken, dass die Leute, die es durchmachen konnten, wirklich sehr zufrieden sind und es wieder machen würden. Also es klingt sehr positiv. Gibt es auch Untersuchungen, wissenschaftliche, die das stützen? Ja, seit 1974 wird die restaurative Justiz gerne in mehr westlichen Welten eingesetzt. Und es sind sehr viele Studien gemacht worden, sei es zur Opferzufriedenheit oder zur Effektivität. Mhm. Und die Studien sind eigentlich einheitlich, dass über 90% der Opfer sehr zufrieden sind und der Rest ist zufrieden und würden wieder so Prozesse durchmachen. Und auch die Täter zeigen eine sehr hohe Zufriedenheit. Ich habe noch an das Liebesgebot, du sollst auch deine Feinde lieben, im Neuen Testament denken. Mhm. Hat die restaurative Justiz auch religiöse Hintergründe? Es ist effektiv so, dass die restaurative Justiz sehr alt ist und man sie in den meisten Kulturen und Religionen vorfindet. Mhm. Die Werte, die man so als Grundwerte hat, die restaurative Justiz, findet man zum Beispiel auch in der Bibel, aber auch in sehr vielen anderen Religionen. Und von dem her ist es auch sehr ein verbindendes Element. Mhm. Und es ist natürlich 1974 in Elmira, Kanada, sind wir noch nicht gewesen, wo so der Anstoß in der westlichen Welt wieder gegeben, dass die restaurative Justiz aufgenommen hat. Genau, ja. Mhm. Und wie ist das dort abgelaufen bei den Mennoniten? Also warum gab es Mennoniten? Es war so, dass es ein Dorf hatte, Elmira in Kanada, wo zwei Junge waren, die wahnsinnig randaliert haben. Das war das erste Mal, aber in der Nacht haben sie es wirklich absolut übertrieben. Sie haben sehr viel Schaden angerichtet, an Grundstücken und Autos. Und dann waren es zwei Bewährungshelfer von den Mennoniten, die mit diesem Fall beauftragt wurden. Und sie hatten das Gefühl, ja, was soll man mit denen noch machen? Es ist ja nicht etwas Neues. Mhm. Und dann sind sie zum Richter und haben gesagt, los, könnten wir nicht versuchen, dass die wirklich ihre Opfer treffen müssen, von Tür zu Tür gehen, sagen, wer sie sind.
was sie hier haben, fragen, was für Schaden entstanden ist, was für Versicherung ist gezahlt worden, was nicht. Und wie, dass sie wenigstens einen gewissen Schaden wieder gut machen können, indem sie Reparaturen machen oder so. Der Richter hat dann gesagt, ja, sie sehen schwierig im Gesetz, sie haben natürlich nichts von dem. Und dann hat sie gesagt, ja gut, wenn wir nicht einen Präzedenzfall schaffen, dann wird es nie einen geben. Dann hat er gesagt, okay, gut. Mhm. Und dann sind sie wirklich mit diesen zwei gegangen. Die sind mit dem Blöckchen hinter denen gestanden. Die mussten von Tür zu Tür gehen, Leute sich vorstellen. Wir sind die zwei, die randaliert haben. Es tut uns sehr leid. Könntet ihr uns bitte sagen, wie wir den Schaden wieder gut machen können? Die Leute wollten natürlich fast einen Kragen. Aber die meisten haben die zwei gekannt. Sie wussten, was für eine schwere Kindheit sie hatten. Sie haben auch gesagt, irgendwo haben auch wir Verantwortung am ganzen Inneren, dass wir euch nicht unterstützt haben in eurer schweren Situation. Und es hat so gute Auswirkungen auf allen Seiten, dass der Richter das nachher aufgenommen hat und gefördert hat. Und aus dem ist das erste Projekt entstanden, das nachher sehr schnell auf die USA und vor allem andere anglophone Länder und nachher natürlich auch auf andere europäische Länder und zwischen Welt übergeschwappt ist. Also ein Beispiel von dieser direkten Konfrontation. Genau. Was fasziniert einer Sie persönlich an diesem Ansatz so? Sie sind so richtig drin. Ja, dass ich sehe, dass es funktioniert. Mhm. Also ich war selber Opfer und habe im Gefängnis gearbeitet. Und gerade in den Gesprächen mit den Gefangenen sind oft die Themen aufgekommen und haben wir darüber geredet. Und dann habe ich gemerkt, wie hilfreich das für mich selber war, das zu verarbeiten. Als ich dann restaurative Justiz studiert habe und gemerkt habe, was das eigentlich ist, ja, das vorher auch nicht kennt und wie es funktioniert, dann dachte ich, ja, wenn das schon bei uns funktioniert hat, wo es niemand geholfen hat, wo ich gewusst habe, was es ist, wie effektiv muss es denn sein, wenn es professionell durchgeführt wird. Und heute natürlich, weil ich die Auswirkungen sehe in den Opfern und den Tätern, die mit ihnen zusammenarbeiten. Und das wirklich lebensverändernd kann sein für die Leute. Also auch persönliche Betroffenheit. Genau. Herzlichen Dank für den Einblick, Frau Christen. Gerne geschehen. Ja, und da geht es jetzt gerade weiter mit der Sternstunde Philosophie. Mein Kollege Yves Bossart trifft einen der bedeutendsten Intellektuellen unserer Zeit, den amerikanischen Soziologen Richard Sennett.